Was bisher geschah? Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Hab den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Was zum Kai? Ich war mir so sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Hardline, die Story. Und ich muss ja erstmal ganz kurz wieder die Audio hochstellen. Kompletten Sounds. Und ich habe ja gesagt, hier, pass auf, ich hole ja alle Fallakten. Und da habe ich auch die ganzen Fallakten geholt. Und die haben uns ja komplett, sie hat ja komplett gefehlt. Aus Episode 2 und die habe ich komplett geholt. Und wir spielen mal sofort das Fazit ab. Der Concierge des Elmo Hotels verkauft Hotshot, als würde das zum Service gehören. Stoddards Name ist auch gefallen. Das muss ich mir ansehen. Aber von wem stammt das Zeug? Ich muss die Lieferkette verfolgen. Jo. Damit haben wir noch B offen. Da kriegen wir aber erst in Episode 6 und 8 erst die zugehörigen Teile. Und ich denke mal, das wird sehr anstrengend. Die letzten, drei Akten noch zu kriegen. Aber na gut, egal. Zurück. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal eiskalt weiter. Und wir sollen zum Wasserturm gehen. Und die Cops sind schon hier unterwegs. Man hört sie ganz eindeutig. Hier muss man kurz mal ein bisschen eine Stufe leiser stellen. Aber egal, wir sollen zum Wasserturm und uns mit Tyson Ledge vortreffen. Mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Also ich bin echt mal gespannt. Da sind doch schon die Cops. Wir verpissen uns mal hier drüber. Ne? Jo, ich gehe sogar gerade den richtigen Weg. Die dürfen uns nicht erwischen. Ansonsten werden wir natürlich ganz straight getasert und haben, ich würde mal sagen, vollkommen verkackt. Komm, den kriegen wir noch. Nein, 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 nein. Okay, die haben mich nur in Anführungszeichen ein bisschen bemerkt. Okay. Ich denke mal hier drüber, hä? Jo. Perfekt. Die Bullen suchen aber auch alles ab. Na gut, das ist aber normal. Wenn man da irgendwie da ein großes Verbrechen. Nee, nicht großes Verbrechen. Oh, oh. Großartig jetzt ausgebrochen ist. Sind noch ein paar Bullen? Wie weit komme ich? Beziehungsweise wo komme ich am besten rein? Perfekt. Zum Glück kann man hier überall wirklich alles durchgehen, betreten. Da muss ich eben gerade gucken, wo ich überhaupt lang gehe. Zack. Da komme ich nicht lang. Boah, ei. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe auch keine Karte. Muss ich denn lang? Ich glaube nicht, dass ich den von hinten überwältigen kann. Doch! Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will nicht mehr zurück. Alles klar, okay. Das heißt, wir können jetzt hier durchgehen. Entspannt durchgehen. Ich werde den mal tasern hier vorne. Müssen wir weiter nach oben? Ne, weiter nach oben müssen wir auch nicht. Wo müssen wir denn hin, Mann? Zack. Okay, das ist auf jeden Fall positiv für uns. So kriegen wir ein bisschen Muni für den Taser. Und ich denke mal, das wird wichtig sein für uns. Wenn wir da ein paar Leute ausschalten und die Taser-Muni bekommen. Die Frage ist halt nur, wo muss ich jetzt lang? Schade, da so komme ich nicht hin. Ist natürlich auch sehr, sehr riesig gerade. Nee, von da kam ich ja. Muss ich? Wie viele sind denn hier? Ich bin der Meinung,
Zack. Und tschüss. Nee, von da bin ich ja gekommen. Da ging's ja auch nicht weiter. Wenn ich hier rüberspringe, bringt mir auch nichts. Irgendwo rein geht nicht. Kann doch sein, dass ich jetzt voll in die falsche Richtung gelaufen bin, dass ich unten lang muss. Ich gehe mal unten lang. Da, wo die ganzen anderen Leute stehen. Gut, da oben komme ich nicht rüber. Schade. Es kann doch möglich sein, dass ich hier unten lang muss. Oh, oh. Der sieht mich. Den da würde ich ganz gerne nehmen. Alles klar, hier sieht auf jeden Fall richtiger aus. So, den tasern wir mal. Weil ich will mein Expertenlevel noch hochkriegen. Hä, wo müssen wir denn lang? Okay, ich glaube, da geht weiter. Ja, okay. Ich bin unnötigerweise nach oben gelaufen. Den kriegen wir auch noch. So, wenn der sich jetzt nicht umdreht, dann haben wir wenigstens wieder 3 Schuss für den Taser und dann passt das. Und wir kriegen natürlich auch mehr Expertenlevel rein. Okay, hier müssen wir lang. Und ich krepel oben umher. Bis zum geht nicht mehr und ich renne voll in die falsche Richtung. Na gut, egal. Egal, kann passieren, ist wurscht. Aber diesmal... Achso. Ganz ruhig, Mann. Wir dürfen dich nicht sehen. Geht er da rein? Jo. Kommt er raus? Da war er! Holt meine Lampe her! Da ist es! Du Ärger? Oh, fick dich doch! Ich hab F gedrückt! Ich hab F gedrückt! Ach, komm schon. Wo hat er gesaved? Ich hoffe gerade, wo ich rübergegangen bin. Und nicht am Anfang. Perfekt. Ja, wir sollen zum Wasserturm gehen, bla bla. Ganz ruhig, Mann. Komm. Ich versuche ihn mal hier vorne abzufangen. Da war er. Und zack. Und tschüss. Er hat mich nicht gesehen. Ich hoffe mal, dass ich den aber trotzdem kriege. Ja, ist mehr auf den anderen fixiert. Ich muss ein bisschen stealthy hier durchgehen. Sieht mich nicht. Das ist gut. Okay, das ist kacke. Kann ich trotzdem noch snipsen? Ja. Perfekt. Ja, komm da hin. Geh da hin. Vollidiot, du sollst da hingehen. Gut, dann gehen wir halt... Gehst du da mal hin, Mann? Tschüss. Dann machen wir das halt so, mein Gott. Ist mir auch relativ egal. Okay, wo können wir weiter? Hopp. Hopp. Da unten lang wahrscheinlich, weil da wieder so eine kleine Auskerbung ist. Ich hoffe mal, dass ich da denn richtig gehe. Hier lang. Sieht zumindest richtig aus. Ja, perfekt. Okay. Es wird immer ein neuer Ort immer aufgemacht. Perfekt. Du hast mich nicht gesehen? Ich bin auf dem Boden. Zack, zurück. Das können wir... Ist egal. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Geh da rein. Wir verziehen uns. Ja, kommt doch her, Mann. Kommt doch her. Leckt mich, Mann. Ihr seid eh nicht so lang. Ihr seid eh nicht so schnell. Warum kann ich den Bullenwagen nicht nehmen? Ja, sag ich ja, die sind eh nicht so schnell, also von daher passt schon.
Und hier rein. Da lang? Ist jetzt eine gute Frage, wo ich... Alles klar, okay. Ergibt Sinn, hier durchzugehen. Und ich denke mal, ich müsste gleich bei... Ja, da oben ist der Wasserturm. Okay, hätte man besser regeln können. War nur unglücklich, dass sie mich da gesehen haben, aber egal. Ich bin jetzt beim Wasserturm. Mal gucken, was Tyson so sagt. Der Letchford. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Da ist er schon. Moin, Sens. Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hatte Tab meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Tab war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Tab. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Ey, Arschloch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn du denkst, ich würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Okay. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern. Scheiße. Na supi, soll ich jetzt... Muss ich den... mit Kontakt... Okay. Ich bin mal gespannt. Komm mal zum Maul. Das wird aber schwer, jetzt den... Hey, Lies und den Leuten auszuweichen. Nee. Hau ab. Mal gucken, ob er drauf anschlägt. Geh doch da jetzt mal verdammte Scheiße hin, Mann. Der geht da nicht hin, Mann. Was ist das denn? Die Banditen waren viel blöder. Mein Gott, den gehe ich halt so lang. Mir auch relativ egal. Machen wir halt so. Warum kann ich den Heli-Shit, den Typen einfach nicht raushauen? Egal, das wird aber Ding mal easy peasy hier durchzusneaken. Also bis jetzt zumindest. Oh. Mein Sens? Wo gehst du lang? Gehst da lang? Dann sneaken wir mal ganz schnell hier durch. Ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht sieht. Nee. Durch den ganzen Heli-Geräuschen und alles dürfte er mich auch nicht hören. Warum darf ich da nicht hoch? Hier bin ich auf jeden Fall erstmal sicher, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt anguckt. Das ist jetzt hier gar nicht. What the fuck? Hab ich gar nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Wir gehen hier rüber. Den überwältigen wir mal. Oder auch nicht. Ich wollte ihn eigentlich überwältigen, sodass ich dann halt wieder ein paar Schuss hab für meinen Taser. Sehr gut. Egal. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Was wollen wir hier, Tyson? Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Bam. Gut, ich hoffe mal, ich darf vorrennen und muss nicht auf ihn warten, weil er dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Ich hoffe mal, dass da einfach nur Ah, perfekt. Bitte was? Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport.
Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer?